Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Also ich habe jetzt seit einem Monat keine Videos mehr gemacht und mir ging es in letzter Zeit auch nicht gerade sehr gut, hatte auch Grippe. Aber heute mache ich dann wieder mal ein Unboxing und zwar ist es diesmal eine Sofortbildkamera. Ja, hier seht ihr es. Ich habe die in Blau gekauft. Die kann sofort Bilder ausdrucken. Und zwar muss man keine Patronen rein da rein tun, sondern diese speziellen Papiere. Die gibt es in zwei Varianten, einmal in Doppel und einmal nur einmal. Also hier sehen wir, ach, ist wieder Englisch. Ach, da steht schon mal was, ne? Zur Verwendung mit Intext Me im Kartenformat, hohe Bildqualität und automatischer Bildtransport. Naja, geil. Jetzt, dann lass uns mal das gute Stück auspacken. Ja. Letztens habe ich mal von Johnny Hunt mal so ein Video gesehen, wie er so eine Sofortbildkamera mal gekauft hat. Dann dachte ich mir, ich kaufe mir mal auch mal eine. Ups. Oh, was haben wir denn da? Oh, Batterien sind sogar dabei. Ich habe gehört, man braucht kein Akku oder Ladegerät, sondern man braucht Batterien. Das sieht so aus wie so eine Linse, denke ich mal. Das sind die Batterien hier. Ja, da sind noch Batterien dabei. Und hier noch die Nutzanleitung. Da sind sie. Die deutsche Anleitung. Na dann, Leute, ich lese die mir kurz mal durch. Dann ich mal kurz einen Schnitt. So, hier bin ich wieder. Und jetzt kommen wir zu den Hauptteil der Kamera selbst. Also sie ist blau. Hier ist die Linse. Die hat sogar einen Spiegel hier, wie man das sehen kann. Da filmt es auch sogar meine Kamera. Mein Spiegel ist meine Kamera. Es hat hier noch so eine Lichteinstellung. Das bedeutet Sonne, also für draußen, wenn es mega hell ist, dann mittel und dann wolkig und dann, wenn man im Haus ist. Und man braucht sie dann nur anschalten und dann fährt das Objektiv aus. Und man muss die dann einfach wieder zurückschieben. So. Hier kann man sehen, wie viele Fotos schon gemacht wurden. Und hier ist das Fach dieser Papiere. Ich klappe das mal kurz auf und mache mal kurz einen Schnitt, um die Verpackung einmal auszupacken, diese Filme. So, also das hier ist der Film. Es sieht so aus wie so eine Diskette von den 90er Jahren, aber so eine Sofortbildkamera kommt aus dem Jahr 1980. Das kommt jetzt da rein und zwar muss der gelbe Streifen dann nach oben zeigen. So. So, drinne. Und jetzt kommen nur noch die Batterien rein. Ich mache kurz einen Schnitt. So, die Batterien sind jetzt drin. Man muss als erstes bei der Kamera muss man erstmal einen Vordruck machen. Dann wechselt er automatisch von S auf 10. Warte, ich zeig's euch. Ihr müsst jetzt einfach hier nur auf diesen Knopf drücken. Und schon geht das los. Einen Moment. Ja.
hängt. Habe ich die Lusche? Warte, ich mach kurz einen Schnitt, ich muss das nochmal durchlesen. So, es ist die Batterie war verkehrt herum, die eine. So, jetzt müsst ihr nur noch den Auslöser drücken und dann ist der Vordruck dann. Guck, das ist nur der Vordruck. Guck, er steht sogar drauf, das ist kein Film. Ach, warte, bitte nicht anfassen. So, dann sag ich mal, ich knipse dann irgendwas. Moment, ich suche mir kurz einen Gegenstand aus, den ich mal fotografieren kann.